Sharon Battiste, 30, enthüllt ihr Geheimnis. Die Köln 50.667 Darstellerin sucht zurzeit bei Die Bachelorette nach ihrer großen Liebe und lernte dort auch schon einige Männer näher kennen. Bislang flasht sie mit einer langen Mähne, doch die Kandidaten wussten noch nicht, dass dies lediglich eine Perücke ist. Nachdem sie Lukas Baltruschat schon ihre Glatze zeigte, erschien sie auch bei der Nacht der Rosen ganz ohne Haare. Aber wie kam das bei den Liebesanwärtern und Zuschauern an? Die 30-Jährige war selbst total aufgeregt, sich ohne ihre Perücke zu zeigen. Doch sie ist auch stolz auf sich und fühlt sich auch ohne Haare wunderschön, und das sahen die Kandidaten ganz ähnlich. Neben erstaunten Blicken machten sich auch breite Grinsen auf den Gesichtern breit, als Sharon vor die Jungs trat. Sie war davor wunderschön und ist immer noch wunderschön, schwärmte Dominik Henschel später im Einzelinterview. Auch Alexandros Tschuliaras, 28, war einfach nur baff, im ersten Moment war ich tatsächlich einfach geschockt. Die Zuschauer wussten jedoch schon länger, dass Sharon unter kreisrundem Haarausfall leidet und sich deswegen eine Glatze rasieren ließ. Dennoch machten sich auf Twitter einige Stimmen laut, die von der Beauty schlichtweg begeistert waren. Ich fühle mich mit Haaren nicht mal ansatzweise so selbstbewusst wie Sharon ohne. So eine Powerfrau, schwärmte beispielsweise eine begeisterte Userin.